Mein Name ist Hans-Jürgen Buber vom Eine Weltzentrum hier in Fürstenfeldbruck. Und wir haben mit den Herrn Hage, der Historiker ist und lange Zeit im Viscardi-Gymnasium als Direktor gearbeitet hat. Ja. Und dann haben wir den Herrn Neumeier hier. Der Herr Neumeier ist der Stadtarchivar von Fürstenfeldbruck. Inhalt unseres heutigen Treffens ist natürlich, ja, die Frage nie wieder. Also nie wieder all diese schlimmen Ereignisse der Vergangenheit. Denn alle Welt spricht davon, die AfD wird uns das Leben schwer machen. Ich habe mich mit Entnazifizierung in der Stadt Fürstenfeldbruck beschäftigt, mit dem Ergebnis, keiner war dabei, keiner hat was gesehen. Ja, 2% haben Sie geschrieben, waren belastet. Dann habe ich mich beschäftigt mit den Wahlergebnissen im Bezirksamt Fürstenfeldbruck. Bezirksamt ist nur ein anderer Begriff für Landratsamt. Also im Bezirksamt Fürstenfeldbruck, im heutigen Landkreis Fürstenfeldbruck, die Wahlergebnisse 1928 bis 1933 waren an den einzelnen Orten völlig unterschiedlich. Es gab einen NSDAP-Anteil, nehmen wir die erste Reichstagswahl 1932 her, von 4% bis hin zu 70%. Meine steile These damals war, das lag in erster Linie am Vorhandensein oder Nichtvorhandensein lokaler Protagonisten der NSDAP und den Fähigkeiten der demokratischen Parteien, damit umzugehen. Dann habe ich mich in 2 Aufsätzen mit NSDAP-Mitgliedern in der Stadt Fürstenfeldbruck beschäftigt. Einmal während der NS-Diktatur und einmal in der Zeit davor. Grosso modo reihen sich diese Ergebnisse schon in die Forschungstendenzen ein, die wir schon kennen. Also alle Schichten, alle sozialen Schichten traten der NSDAP bei, einige etwas überdurchschnittlich, wie zum Beispiel die Handwerksmeister, einige unterdurchschnittlich, bezeichnenderweise die ungelernten Arbeiter, ja, die waren also politisch am intelligentesten. Vor 1933 die Mitgliedschaften in der NSDAP in der Marktgemeinde Fürstenfeldbruck ist ein ähnliches Ergebnis. Ziemlicher Ausreißer ist, dass es weit überdurchschnittlich oft nicht junge Leute waren. Das war für Fürstenfeldbruck ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ich möchte gleich mal mit den Wahlen anfangen vielleicht. Puchheim Bahnhof war 1928 eine ausgesprochene SPD-Hochburg. SPD und Kommunisten zusammen hatten 1928 in Puchheim über 60% der Stimmen. Und in Puchheim-Ort waren es auf der anderen Seite auch logischerweise die BVP, also die Bayerische Volkspartei und der Bauernbund, die dort ein ähnliches Potenzial hatten. Und selbst in den Märzwahlen von 1933 blieben diese Parteien immer noch stärkste Parteien. Also der NSDAP ist es nicht gelungen, hier in diesen beiden Orten, also in Puchheim-Ort blieben es die BVP, und im Puchheim Bahnhof blieb es die SPD vor allem, die dort nach wie vor stärkste Partei waren. Schon geschrumpft, schon wesentlich weniger, aber immerhin noch mehr Stimmen als für die NSDAP. Ja, wobei natürlich hier die Frage ist, wo kamen die Stimmen für die NSDAP her? Und im Puchheim Bahnhof kamen sie ganz eindeutig von der SPD, von den SPD-Wählern. Und für Puchheim Bahnhof ist dann noch interessant, dass also ich kann nachweisen, 2 Gemeinderatsmitglieder der SPD waren später NSDAP-Mitglieder. Dieses Phänomen war übrigens nicht so ungewöhnlich. Das kennt man aus dem gesamten Saarland. Ja, und das stimmt mich dann auch wieder ein bisschen bedenklich, wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, wie schnell Wähler zumindest einer demokratischen Partei, Stammwähler möglicherweise,
wie schnell die dann ihre Fahnen einziehen und woanders hinmarschieren, wenn sie sich davon Vorteile versprechen oder meinen, das sei jetzt der Sieger. Es gibt ja auch so eine Mentalität, dass man auf der Siegerstraße sein möchte, ohne dass das jetzt konkret mit ganz persönlichen Vorteilen schon verbunden ist. Das ist das eine. Das andere, was auch ganz interessant ist, ist, wie dann die Nazis nach 1933 die Macht in einem Dorf erworben haben, wie sie das gemacht haben. Das ist schon also ganz interessant, und wobei da auch wieder bedenklich ist, entscheidend ist zum Beispiel die deutsche Gemeindeordnung von 1935, die im ganzen Reich galt. Das heißt, es gab bis dahin immer Gemeindeordnungen in den einzelnen Reichsländern, eine bayerische Gemeindeordnung, das gab jetzt hier eine deutsche Reichsgemeindeordnung. Und nach dieser Reichsgemeindeordnung wurden alle, der Bürgermeister und die Gemeinderäte, von der Partei ernannt. Das war ein Gesetz, das war eine gesetzliche, eine legale Regelung. Und damit hatte man also praktisch schon die Institutionen in dieser Ortschaft, hatte man damit praktisch schon im Griff. Also ich fand das schon ganz interessant, wie das dann so funktioniert, wie dann sich das so einschleicht und wie dann damit demokratisch, mit pseudo-legalen Mitteln man erreicht, dass man in den Vordergrund kommt. Was ich im Buch am noch ganz, das möchte ich schon noch kurz erwähnen, über zwei Dinge halte ich noch für bemerkenswert. 1938 Reichspogromnacht, die in der Nacht vom 9. auf den 10.11. stattfand, am 10.11., also noch am Tag darauf, beschließt der Puchheimer Gemeinderat, dass in Puchheim keiner mehr an Juden Wohnungen vermieten darf. Also wie schnell dieser Antisemitismus in die Gemeinden, oder wahrscheinlich war er da und wurde nur offiziell gewissermaßen hervorgehoben. Mit Sicherheit. Und das andere, was ich in Puchheim interessant fand, war die katholische Kirche, beziehungsweise der dortige Pfarrer, der zum Teil ja mit seinen Möglichkeiten Widerstand geleistet hat gegen die NSDAP. Nein, ein anderes wunderbares Beispiel ist der Erntedanktag 1935. Der wurde ja von den Nazis groß begangen, mit einem zentralen Fest, mit einer großen Rede von Hitler, wo also die Volksgemeinschaft hier hervorgehoben werden sollte. In Fürstenfeldbruck war natürlich dann entsprechend große Versammlung, die Rede wurde übertragen, man hat also eine große NSDAP-Veranstaltung gemacht. Selbst in Türkenfeld ist es dokumentiert, dass dort also in einem Gasthaus entsprechend die Rede übertragen wurde. Nur in Puchheim gibt es keine Parteiveranstaltung, sondern nur einen groß angelegten Erntedankgottesdienst in der Kirche. Ja, sowas finde ich dann schon bemerkenswert, wie die mutige Pfarrer, ohne sich jetzt, es gibt noch andere Beispiele für seinen Mut, hier, es kann dann schon die Drohung mit Dachau in einer anderen Gelegenheit, wie sich die zumindestens dann einen Teil der Bevölkerung auf ihrer Seite halten konnten und zeigen konnten, es gibt was anderes auch noch. Das sollte uns Mut geben. Nicht jetzt, weil es die katholische Kirche war, sondern einfach, weil es also Institutionen und Menschen gibt, die sich entgegenstellen und die mit Geschick und Durchsetzungsvermögen hier etwas bewirken können. Wachsam sein. Also ich bin immer etwas vorsichtig mit 1:1 oder auch 1:2 Vergleichen 1930 bis 1933 und noch mehr danach und heute. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Parallelen, es gibt Unterschiede. Und auf die muss man schon im Einzelnen ganz genau achten. Wobei natürlich auch völlig klar ist, die AfD ist eine rechtsextremistische Partei, die Demokratie in Deutschland zerstören will. Ich würde auch gern den Herrn Hage noch mit dazu nehmen. Sie haben ja in der Schule ja immer auch das Problem gehabt, ja, wie kann ich zu diesem Thema den Lehrplan umsetzen, kann ich Sonderveranstaltungen machen und so weiter. Ich denke mal, dass die entscheidend ist, dass es nicht allein über die Ratio geht, nicht allein über das Wissen, sondern dass es immer auch über das
Gefühl geht. Bewusstsein ist mehr als nur ein Wissen von Tatsachen. Das heißt, ich muss die Schüler emotionalisieren, sie ihnen bewusst machen, dass Demokratie ein Wert ist, den es zu verteidigen gilt. Das ist wichtig und das kann man natürlich viel mehr über andere Aktionen machen, wie zum Beispiel über einen Unterricht. Ich bin regelmäßig mit Schülern nach Dachau gefahren, wobei eben gerade ein Besuch in Dachau das Emotionale ganz stark in den Vordergrund bringt, weil die Schüler dort spüren, wenn man es halbwegs geschickt macht, spüren, was es bedeutet, wenn man als Einzelner keine Rechte mehr hat auf einmal. Werden wir es schaffen, jetzt nicht nur wegen der AfD sozusagen gewarnt zu sein oder in einer gewissen Besorgnis zu sein, sind also unsere demokratischen Überzeugungen, die wir nach 45 sozusagen gelernt haben, obwohl ja die Demokratie eine uralte Geschichte ist, sind diese Überzeugungen heute ausreichend, um den Gefahren zu begegnen? Grundsätzlich, wir werden es schaffen. Allerdings sind dazu schon einige unabdingbaren Voraussetzungen aufrechtzuerhalten oder auch wiederzugewinnen. Also Demokratie, ich stimme da dem Herrn Hage vollkommen zu, ist auch eine Staatsform, die der zustimmenden Emotionalität aller Menschen bedarf, insbesondere der jungen Menschen. Und wie man da hinkommt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen. Ich meine, ich brauche jetzt nicht alles aufzuzählen, was jedem sowieso klar ist. Es geht im Elternhaus los und hört nicht mal an der Universität auf. Was mir ein bisschen Sorge macht, also wir hier im saturierten, reichen Großraum München haben Wahlergebnisse der AfD grosso modo um die 7%. Also viele tun so, als ob uns das eigentlich nicht allzu viel angehen würde. Das ist eine Sache der in Anführungsstrichen bildungsfernen ärmeren Schichten aus dem Osten oder auch teilweise im Ruhrgebiet. Das ist ein großer Trugschluss. Jede Lokalpolitikerin und jeder Lokalpolitiker, jeder Lehrer und jede Lehrerin, jeder Journalist und jede Journalistin, jede Angehörige, jeder Angehörige der Zivilgesellschaft muss dieses hohe Gut der Demokratie auf seine oder ihre Art und Weise, meistens im beruflichen Umfeld, hochhalten und schützen. Ich habe so das Gefühl, dass die bei uns im Westen, in den westlichen Bundesländern, in denen wir schon seit 1945 oder kurz danach demokratische Strukturen haben, entwickelt haben, dass für uns Demokratie selbstverständlich ist, zu selbstverständlich. Das heißt, man das Gefühl, dass man innerhalb dieser selbstverständlichen demokratischen Struktur durchaus auch einmal eine Partei wie die AfD wählen kann. Das kann man machen als Protestpartei, um sein Unbehagen auszudrücken. Und man vertraut eben insgeheim darauf, dass das System stabil genug ist, um das auszuhalten. 1933 haben sich SPD und KPD gegenseitig behindert. Sie haben verhindert, dass eine gemeinsame Front gegen Hitler zustande gekommen wäre. Wir dürfen ja nicht vergessen, Hitler hat ja selbst bei den Märzwahlen 1933 keine absolute Mehrheit gewonnen von den Wählern, sondern zwar die stärkste Partei, aber keine absolute Mehrheit. Also ein stärkeres Zusammenwirken von KPD und SPD hätte vielleicht, sind wir problematisch in der Geschichte mit solchen Optionen zu argumentieren, aber um dieses Argument hier doch auf den Tisch zu bringen, auch damals haben bestimmte politische Parteien eben nicht zusammengearbeitet. Und es ist ja auch so gewesen, dass die
Nationalsozialisten die Wahlen, in denen die Nationalsozialisten 1930 groß geworden sind, erst zustande gekommen sind, weil die bürgerlichen Parteien, SPD und Zentrum, sich nicht mehr verständigen konnten. Also wenn das Stadium erreicht ist, dass die wichtigsten Volksparteien, die es damals auch schon waren, einfach von der Größe her, wenn die nicht mehr miteinander können, dann wird es problematisch oder kann es problematisch werden. Ja. Ja, aber wir sollten jetzt natürlich auch überlegen, was lernen wir daraus für die Jetztzeit? Wir leben ja nicht mehr 1932, 1933, aber wir müssen das im Gedächtnis behalten, was damals war. Aber wir müssen uns auf das Jetzt, hier und jetzt konzentrieren. Also die zentrale Frage ist für mich eindeutig die, warum wählen Menschen, seit den neuesten Wahlen wissen wir auch, warum wählen sehr viele junge Menschen extremistische Parteien. Und da gibt es ein ganzes Bündel an Ursachen, die eigentlich in der Forschung, also sowohl bei den Soziologen als auch bei den Politologen, mehr oder weniger einheitlich bewertet wird. Ich habe mir das aufgeschrieben. Das zentrale Gefühl vieler AfD-Wähler, egal ob aus Protest oder aus Überzeugung, ist eine latente, bewusste, unbewusste, inhärente Angst. Es ist eine Zukunftsangst. Mein kleiner Wohlstand ist gefährdet. Es sind Abstiegsängste. Das ist übrigens eine Parallele zu 1930 bis 1932, die Abstiegsängste. Ja, Krise damals durch die Inflation und Weltwirtschaftskrise. Also an dem Punkt, glaube ich, sollte man wirklich zentral ansetzen. Und das führt dann zu einem subjektiv geführten Kontrollverlust. Kontrollverlust über das eigene Leben, über meine Umwelt, über meine berufliche Perspektive und so weiter. Viele Leute haben auch so das Gefühl, also ihnen wird was weggenommen. Also der Verbrennungsmotor wird mir weggenommen wegen dem Klimawandel und meine persönliche Sicherheit und die meiner Freunde, Angehörigen geht flöten, weil Migranten mit dem Messer hinter mir stehen und die Freundin die Frau vergewaltigen wollen und so weiter. Und es kommt dann noch hinzu, wenn junge Menschen ganz grundsätzlich, das ist völlig zeitunabhängig, schlechte eigene wirtschaftliche und soziale Perspektiven haben, sind sie anfällig für jede Art von Extremismus. Parallel dazu, das behaupte zumindest ich, sind autoritäre Persönlichkeiten grundsätzlich anfälliger für politische Extremismen als nicht-autoritäre Persönlichkeiten. Da kann man jetzt noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, wie wird denn ein Mensch zu einer autoritären Persönlichkeit? Das geht los mit Kälte und Vernachlässigung in der Familie. Der nächste Schritt ist dann, dass die Leute anfällig sind für Verschwörungsglauben und eben extremistisches Gedankengut. Dann dürfen wir nicht vergessen, die Situation heute ist nicht vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise vor 1933. Unsere Wirtschaft ist trotz allem, auch wenn sie an manchen Punkten schwächelt, immer noch viel, viel stabiler als damals. Aber es gibt natürlich schon andere Krisenerlebnisse, die für Jugendliche sehr viel einschneidender sein mögen als für viele Erwachsene. Also wenn sie zentral beheizt und gepampert aufwachsen und dann kommen solche Ereignisse wie Corona und die beiden momentan schlimmsten und bekanntesten Kriege hinzu, das verstärkt diese Unsicherheit, das verstärkt das Krisenbewusstsein.
Und diese Krisen erzeugen wiederum Angst. Also es läuft eigentlich so mehr oder weniger alles dann in die Richtung, ja, also die da vorne oder die da oben, die bringen es nicht mehr hin. Und das ist ja ein Narrativ, das die AfD sehr intensiv bedient, dass die Eliten in Staat und Wirtschaft und auch Wissenschaft abgehoben sind, sich der Situation der einfachen Menschen nicht mehr bewusst sind. Und dann kommt das Nächste dazu. Außerdem sind das ja alles Globalisten, die profitieren von der Globalisierung. Und wir hier unten sind nur noch die Verlierer. Und wenn Leute aus der AfD das Wort Globalist oder Globalisten benutzen, dann ist das mehr oder weniger nur ein versteckter Antisemitismus, womit wir eigentlich schon dann wieder beim nächsten Thema wären, aber das ist so das Gesamtbild, das ich versucht habe, jetzt skizzenhaft zu zeichnen. Ich würde mir Neumeier recht geben, dass die Angst der zentrale Punkt ist. Ich würde ergänzen wollen, dass diese Angst auch noch gefördert wird durch eine entsprechende Medienberichterstattung. Natürlich sollen und müssen die Medien berichten, das ist ganz klar. Aber es treten natürlich genau die Probleme, das Nichtlösen der Probleme, besser gesagt, in den Vordergrund. Die Journalisten fragen kritisch nach. Sie fragen natürlich kritisch nach, warum bringt ihr das nicht auf die Reihe, ihr lieben Politiker? Also das alles verstärkt diese Ängste, von denen der Herr Neumeier hier gesprochen hat. Ich möchte ein anderes noch ergänzen. Es gibt schon sehr wohl einen Unterschied zwischen den westlichen Bundesländern und den östlichen Bundesländern. Weil in den östlichen Bundesländern gibt es aufgrund der Geschichte sehr viel mehr autoritäre Persönlichkeiten und eine sehr viel größere Nähe zur Autorität. Die Bewohner in den östlichen Bundesländern empfinden diese Verlustängste seit Beginn der Wiedervereinigung. Und diese Verlustängste kumulieren jetzt in der jetzigen Situation durch das, was jetzt an Sorgen, Sie haben es genannt, dazukommt. Also das steigert sich bei denen. Die Welle ist gewissermaßen noch größer als bei uns hier im Westen. Und dann kommt genau das, dann sucht man, welche Lösung gibt es. Ach ja, damals war es doch besser. Und damit kehrt man wieder zurück. Warum war es besser? Weil der Staat sich mehr darum gekümmert hat. Es ist ja auch diese ganze Staatsforderung, der Staat muss das richten, ist ja auch eine typische DDR-Forderung. Der Staat, der sich um alles gekümmert hat, der zwar auch für alles verantwortlich gemacht wurde dann, aber der auch sich um alles gekümmert hat. Also von daher sehe ich diese 30%, die wir da in den östlichen Bundesländern haben, ist natürlich deutlich mehr als das, was die AfD bei uns hier im Westen wahrscheinlich jemals erreichen wird, aufgrund der historischen Bedingungen. Also bei uns im Westen, denke ich einmal, ist es sehr stark die Forderungen, die Leistungsforderungen, die in einen Beruf gestellt werden, von denen sich viele Jugendliche überfordert fühlen und dann sich zurückziehen und sagen, na, das will ich gar nicht. Deswegen auch diese ganze Bewegung hin zu Work-Life-Balance, weg von diesem Leistungsdruck, der da tatsächlich oder der da besteht und von dem, das führt natürlich auch zu solchen Reaktionen, sich zurückzuziehen, wegzugehen, das System, das bestehende System nicht für gut zu befinden. Und dann habe ich natürlich, suche ich ein Ventil und das kann dann eine solche Partei sein. Also die einen Wissenschaftler machen, ich überspitze es, ausschließlich für die heutige Situation in den neuen Bundesländern die DDR-Vergangenheit verantwortlich und die anderen sagen, nein, es sind die Verelendungserfahrungen in den 90er Jahren. Ja. Die Diskussion brauchen wir gar nicht führen, es ist schlicht und ergreifend beides. Und individuell mag mal das eine eine größere Rolle spielen und mal das andere. Also die Situation, die wir heute haben, die rührt auch schon daher, dass es tatsächlich die AfD geschafft hat, dass der gesamte
gesellschaftliche und politische Diskurs in den letzten Jahren extrem nach rechts gerückt ist. Der gesamte. Also wenn ich mir zum Beispiel nur dieses Thema Migration, was sehr komplex und sehr schwierig ist, wir diskutieren in der Bundesrepublik Deutschland seit Wochen nur noch, wie kann man an der Grenze möglichst viel wieder abweisen, wer muss wann wohin schnellstmöglich ausgewiesen werden, in welche Länder können wir ausweisen, anstatt sich aufzumachen und nach einer endlich vernünftigen Migrationspolitik zu suchen. Das kann man der Politik nicht alleine überlassen, allerdings der Gesellschaft auch nicht. Das hat die AfD groß gemacht, das Thema, neben anderen Gründen, aber das ist schon der zentrale Grund. Also man darf sich's nie zu leicht machen. Und bezeichnend ist übrigens auch in Gegenden, in denen die lokale Bevölkerung noch nie einen Afrikaner oder einen Araber gesehen hat, genau da sind die Wahlergebnisse der AfD weit über dem Durchschnitt. Als Konsequenz in einer demokratischen Gesellschaftsordnung kann das ja nur heißen, gut, dann muss ich halt gesellschaftlich, staatlich oder auch in der Wirtschaft, das ist mir zum Schluss egal, dafür sorgen, dass Kontakte entstehen und dass das Kennenlernen gefördert wird. Es ist in dem Punkt sehr einfach. Es wird dabei immer vergessen, dass ja die Artikel im Grundgesetz, der das Asylrecht regelt, dass der ja historisch bedingt ist. Und es wird also das überhaupt nicht in den Vordergrund gestellt, warum es bei uns Grenzen gibt, wie ich jemanden zurückschicken kann oder nicht. Und wenn dann allerhöchste Politiker wie der Herr Merz dann plötzlich aus dem Nichts heraus Dinge fordern, die rechtlich gar nicht möglich sind, dann frage ich mich schon, dann ist das richtig, dass da ein Diskurs geführt wird, der nicht mehr demokratisch ist letztendlich. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Also mir wäre wichtig, dass man hier deutlicher macht, warum wir eigentlich hier uns in der Bundesrepublik ein etwas anderes Asylrecht haben als andere Länder, dass das einen ganz konkreten Grund hat. Das sagt kein Mensch. Das sagt kein Mensch. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Zu dem Thema, also ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Hage, dass Sie genau den Punkt ansprechen. Man muss sich schon klar machen, warum ist unser Grundgesetz so, wie es ist? Warum stehen da am Anfang die ersten 19 oder 20 Artikel so da, wie sie da stehen? Diese Artikel sind aufgrund der Erfahrungen mit der Nazi-Diktatur nicht umzustoßen. Punkt aus. Darüber gibt es keine Diskussion. Und damit wären wir ja bei der Geschichte. Das heißt also die Notwendigkeit, ja, diesen geschichtlichen, ja, Kontext. Ja. Es wird zurzeit relativ häufig erwähnt, zum Beispiel, dass Deutschland gegenüber Israel eine und gegenüber den Juden eine große Verpflichtung hat. Ist richtig, alles historisch begründet. Aber solche Dinge wie zum Beispiel, dass wir auch gegenüber politisch Verfolgten aus anderen Ländern eine historisch begründete Verpflichtung haben, das wird nicht gesagt. Der Artikel 1 Absatz 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Für alle. Ja, des Menschen, nicht des Deutschen. Jede Lokalpolitikerin und jeder Lokalpolitiker, jeder Lehrer und jede Lehrerin, jeder Journalist und jede Journalistin, jede Angehörige, jeder Angehörige der Zivilgesellschaft muss dieses hohe Gut der Demokratie auf seine oder ihre Art und Weise, meistens im beruflichen Umfeld, hochhalten und schützen.